Heute werden wir ein Bundesliga-Team zusammenstellen, was overpowered ist, und lasst euch einfach überraschen. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde uns richtig freuen. Starten wir auch hier direkt ins Team. Genau, das war gar nicht so einfach, sich hier die perfekte Elf auszusuchen. Deswegen werden wir euch auch immer ein paar Alternativen nennen. Im Tor haben wir erstmal den guten Horn aufgeschrieben oder ins Team gewählt, weil er ein 81er ist. Am Anfang denke ich nicht so teuer wie ein 84er Paflenka oder 83er Trapp oder Castells. Deswegen haben wir uns erstmal für den entschieden und er hat auch echt stabile Werte. Also für einen 81er geht auf jeden Fall in Ordnung und den werden wir uns wahrscheinlich auch so zulegen, wenn wir Bundesliga-Starter-Team damit anfangen werden. Gehen wir direkt zum ersten Innenverteidiger. Da haben wir Konaté von RB Leipzig. Können wir so ein? Konaté, genau, ist er 79er. Mit 78 PS, das ist echt schnell für einen Innenverteidiger. 80 Defending und 78 Physics, das ist echt ein richtig guter Innenverteidiger. Also so, da kann man auf jeden Fall gut reinstarten. Rüber zum nächsten, da haben wir Upamecano, direkt ein Perfect Link. Ja, da hast du hier den ersten Perfect League und von Werten her ähnlich, kann man sagen. Konaté ein bisschen stärker, aber beide gehen schon echt fit. Also finde ich, sind so vom Pace her die besten Innenverteidiger mit Akanji. Nicht die besten Passwerte unbedingt. Ja, aber vom Defending und Physik ist das echt gut. Linksverteidiger? Gehen wir zu Hakimi, da war die Auswahl zwischen Hakimi und Schulz. Hakimi mit 79 und Schulz mit 82. Da haben wir uns erstmal für den entschieden, weil er, denke ich, preislich ein bisschen günstiger ist. Und so von Werten her ist es, glaube ich, der allgemein der beste Linksverteidiger mit Fusi Long. Der schnellste mit, ne? Ja, Fusi Long ist noch gut, aber auch 82, der wird am Anfang auch relativ teuer sein. Ja. Einzige Nachteil daran vielleicht ist ein Rechtsbeiner, ne? Richtig mich, wenn es nicht so ist. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein Rechtsbeiner. Bestimmt. Wenn er mehr als 3 Stangen schwacher Fuß hat, sollte das eigentlich klar gehen. Genau. Rüber zum Rechtsverteidiger. Dann kannst du mal oben nochmal Tose raus. Und gib mal direkt ein. Weil da gibt es auch eine relativ große Auswahl an Rechtsverteidigern. Da haben wir uns für den Mbappé entschieden, der neu zu Wolfsburg gewechselt ist. Mit 91 PS und 82 Physik ist er wirklich mit, oder ist er mit der Beste. Ist der beste Rechtsverteidiger der Bundesliga eigentlich mit Klostermann. Klostermann. Ohne vergleichsweise gut. Genau, ja. Haben wir uns für Mbappé entschieden. Genau. Als rechten Mittelfeldspieler, gehen wir gleich dahin, kommen wir zum ersten 82er, das ist Bellarabi. Eigentlich rechter Flügel, den kann man ja gut umswitchen. Genau. Von Werden, was will man groß sagen, für einen Starter, Team, schnell. Schnell, kann ordentlich schießen, Dribbling, ist jetzt nicht, hat nicht nur 50 Physics und lässt sich, denke ich, nicht von jedem wegschubsen, das ist auch relativ wichtig. Und 4 Sterne, ne? 4 Sterne, ich glaube beides 4 Sterne sogar, weiß nicht ganz genau. Ja. Und ja, der hat es auf jeden Fall auch mit ins Team geschafft. Als Achter haben wir einmal Zakaria. Er ist, glaube ich, 6er. Ne, der ist direkt 8er. Also wirklich. Schöner Abräumer im Mittelfeld. Auf jeden Fall. Bringt alles mit, was man braucht, bis auf Schießen. Aber braucht er nicht unbedingt. Denke ich auch nicht. Da finde ich so Allrounder sehr wichtig auf der 6, die ordentlich passen können, relativ schnell sind. Defending, Dribbling und Physik, das alles über 70 ist, das ist mir sehr wichtig und deswegen haben wir auch als zweiten Achter Delaney. Jetzt haben wir Delaney. Ist über 73. Das, ja, ja. Der kann überall, ob 8, ob 6, also der wird, denke ich, ordentlich auf der 6 oder 8 dann rasieren. Im linken Mittelfeld haben wir uns schwer getan, weil da gibt es echt eine große Auswahl. Da gibt's, also wir haben uns erstmal für Bailey entschieden, den nächsten Leverkusener. Ähnliche Werte wie Bellarabi. Und ja, das ist schon eine Flügelzange, kann man schon sagen. Ah, da gibt es auch noch Raman. Alternativ. Rashica, genau, von Bremen. Und Raman von Schalke.
die haben auch ähnliche Werte, aber ich glaube, dass Bailey da noch ein bisschen voraus ist. Im Sturm gibt es, finde ich, in der Bundesliga nicht so geile Stürmer. Natürlich Werner, Lewandowski, aber die werden am Anfang, denke ich, ein bisschen zu teuer sein. Das stimmt. Und da haben wir uns erstmal für den 75er Kurva entschieden von Köln, der ordentlich Pace hat und auch Körper mitbringt und auch schießen kann. Der für mich beste Stürmer ist Yusuf Paulsen, der ähnliche Werte hat wie Cordoba, noch ein bisschen besser. Fast identisch, ja. Und obwohl, ist größer, ja, ist schon bei Stärke. Genau. Und ja, was groß geile Stürmer gab es nicht. Selke gibt es noch als Alternative, aber da kein, der über 80 PS hat sonst. Aber doch, wie heißt er? Der gute Mann, Luke Bacchio, mit 86 PS, aber der hat halt dann weder nicht so guten Schusswert oder nicht so viel Körper. Und deswegen haben wir vorne erstmal die beiden Viecher, sag ich mal, reingestellt. Weil Werner wäre noch, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Der wird am Anfang an der 30, 40 km, wenn es reicht. Ne? Und Lewandowski natürlich erstmal, ne, über 100, ist klar. Und da sind wir beim Teamwert von geschätzt, das kann man sagen. 40, 50k. Ja, also auf jeden Fall sag ich unter 50k. Ja. Und das ist für Bundesliga, wer sich ein Bundesliga-Starter-Team zusammenstellen will, ist das, denke ich mal, so die optimale Lösung. Kann man natürlich alternativ immer so 1-2 ändern. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein ordentliches Starter-Team.